Guten Tag, meine Freunde. Ich dachte mir, während ich hier versuche, meine DPs zu sammeln, starte ich gleich eine kleine neue Serie, und zwar eine Art Tutorial-Serie, in dem ich euch erklären möchte, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt. Für diejenigen, die sich mit der Materie noch nicht so richtig befasst haben, ich erkläre es jetzt einfach mal für euch, die ganzen Einzelheiten. Fangen wir mit dem ersten Tutorial an, Kartennamen und ihre Bedeutung. Gut, das sieht jetzt schon ziemlich herausfordernd aus. Also, ein Duell ist ein Kartenspiel, bei dem mit verschiedenen Karten gekämpft wird. Dieses Tutorial erklärt den Duellbildschirm und die unterschiedlichen Kartentypen, die es gibt. Ne, ist bald so gut. Der Bildschirm, auf dem das Duell ausgetragen wird, ist in zwei Teile geteilt. Eine Seite ist für dich und eine für deinen Gegner. Na gut, das ist jetzt allgemein für Yu-Gi-Oh! Unrelevant, das ist eigentlich nur für dieses Spiel hier geeignet. Das kann ich eigentlich ignorieren. Ja, also hier sehen wir das Spielfeld. Das ist das, ja, das Herzstück des Yu-Gi-Oh! Spiels. Die oberste Hälfte des Bildschirms ist die Spielseite deines Gegners. Das ist das hier oben. Da befindet sich das Deck des Gegners mit 40 Karten und das hier unten, das ist unser Feld. Hier setzen wir unsere Karten. Jedes Spielfeld hat bestimmte Bereiche, um Karten auszuspielen. Zuerst behandeln wir die Monsterkartenzone. Das ist diese Reihe hier. Das sind 5 Felder. Der Gegner hat die natürlich auch. Hier werden die während eines Duells beschworenen Monster platziert. Monster, die sich hier befinden, können an Kämpfen teilnehmen. Ja, also hier auf diese Felder, wo wir gerade gesehen haben, werden die Monsterkarten gespielt. Jetzt werdet ihr euch fragen, was sind Monsterkarten? Zu dem kommen wir auch später gleich. Aber zunächst wird die Zauber- und Feinkartenzone behandelt. Das ist die untere Reihe hier. Hier werden Zauber- und Feinkarten gesetzt oder gespielt. Hier werden die während eines Duells benutzten Zauber- und Fallenkarten platziert, genau. Gut, dann gibt es noch eine Friedhofszone. Das ist diese hier. Ein Friedhof ist das Feld, da kommen alle Karten hin, die während des Duells ausgespielt werden, oder Monster, die zerstört werden durch Kämpfen. Monster, die während eines Kampfes zerstört wurden, sowie Zauber- und Fallenkarten, die bereits benutzt worden sind, werden hier abgelegt. Die Karten auf dem Friedhof können jederzeit von beiden Spielern eingesehen werden. Ne, also das heißt so viel wie, dass der Gegner sich deinen Friedhof anschauen kann oder du den Friedhof deines Gegners. Das ist bei manchen Kartenkombinationen vom Vorteil, wenn man das tut. Und als nächstes kommt die Deckzone. Ja, das erklärt sich glaube ich von selbst. Hier wird das Deck hingelegt, bestehend aus 40 Karten. Oder kann auch mehr sein, kann von 40 bis 60 variieren, die Kartenanzahl. Ja genau, ein Deck ist ein Stapel von Karten, die du während eines Duells benutzt. In diesem Spiel kann dein Deck zwischen 40 und 60 Karten genau haben. Du kannst ein Deck mit Hilfe des Deckbearbeitungs... Okay, das ist nicht so relevant. Füge Karten mit unterschiedlichen Effekten hinzu, um das Duell interessanter zu machen. Als nächstes kommen die aus dem Spiel entfernten Kartenzone oder auch die verbannte Kartenzone, heißt sie auch seit neuestem. Das ist hier rechts vom Friedhof aus gesehen, hier und vom Gegner aus hier gesehen. Ne, beim Gegner ist alles spiegelverkehrt. Karten, die du durch Effekte einer Karte vom Spiel entfernt wurden, sind hier platziert. Karten, die sich in der entfernten Kartenzone befinden, können generell in diesem Duell nicht wiederverwendet werden, aber es gibt Karten, die können darauf zugreifen, dass man zum Beispiel Monster hier aus dieser Zone wieder aufs Feld bekommt oder zurück ins Deck mischt oder auf den Friedhof zurücklegt. Ja, das ist also eine zusätzliche Zone neben dem Friedhof, wo die Karten hin können. Gut, als nächstes kommt der Spielfeldzauber Kartenzone. Es gibt spezielle Zauberkarten namens Spiel, also die haben einen Spielfeld-Zauber-Effekt.
Die werden dann hier platziert. Hier platzierst du Spielfeldzauberkarten, welche spezielle Effekte haben. Für eine genauere Erklärung der Spielfeldzauberkarten siehe Kapitel 7, Zauber- und Fallenkartentypen. Die werde ich auch verlinken. Ihr könnt es euch jetzt rechts anschauen, wenn es den Part schon gibt. Und hier gibt es die extra Deckzone. Hier in dieser Zone kommen Synchromonster, XY und Z-Monster oder Fusionsmonster herein. Das sind spezielle Monster, die man mit Kombination quasi rufen kann. Hier legst du dein Deck ab, welches nur aus Fusionsmonsterkarten und Synchromonsterkarten besteht. Ja, XYZ-Monster sind auch noch beinhaltet, allerdings gibt es die hier in diesem Spiel nicht. Ich muss es euch dann so erklären. Also XYZ-Monster kommen hier auch rein. Wenn du ein Fusionsmonster oder Synchromonster während eines Duells benutzen willst, musst du dein extra Deck das ist wieder unrelevant. Und für eine genaue Erläuterung der Fusionsmonster siehe Kapitel 9. Wird hier auch wieder rechts verlinkt. Also es ist ja alles ganz gut vernetzt hier, damit ihr euch das Spiel anschauen könnt oder beziehungsweise lernt, wie man das Spiel spielt. So, für eine genaue Erläuterung der Synchromonster siehe das Kapitel Synchrobeschwörung. Lass uns nun einen Blick auf die unterschiedlichen Kartentypen werfen. Karten, die während eines Duells benutzt werden, können anhand ihrer Farbe in drei Haupttypen unterteilt werden. Diese Karten sind Monsterkarten, Zauberkarten und Fallenkarten. Das ist eine sogenannte Monsterkarte. Karten, die gelb, orange, violett, blau oder weiß sind, sind Monsterkarten. Hier Elementar hält Avian als ein Beispiel eine Monsterkarte. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komplex aus, die einzelne Monsterkarte. Eine Karte besteht meistens aus Überschrift. Dann bei den Monsterkarten ist es so, dass sie ein Element dazu haben. Was das Element bewirkt, das ist auch für ein paar Effekte vom Vorteil. Also das ist ja, das ist eher ein Attribut, sag ich mal, dieser Karte. Aber das ist nicht so wichtig für einen Anfang. Das das ist eher so dafür gedacht, wenn man spezielle Karten hat, die Elementskarten beschwören. Gut, dann hier die Stufe. Hat Stufe 3. Die maximale Stufe ist 12 und von 1 bis 12 gibt es jede Stufe. Und ab 4 muss man sogenannte Tributbeschwörungen machen. Ab 5, tut mir leid. Ab Stufe 5 muss man ein Monster dann opfern als Tribut. Und von 1 bis 4 muss man kein Monster opfern. Und ab 5 bis 6 muss man ein Monster opfern. Ab 7 muss man zwei Monster opfern. Ja, aber das kommt später auch noch hinzu in einem anderen Tutorial. Hier sehen wir die Angriffskraft, 1000, und hier die Verteidigungskraft. Und ja, was die zwei Zahlen bedeuten, das erfahren wir auch noch später. Die Monsterkarten sind anhand ihrer Farbe in 5 verschiedene Sorten unterteilt. Jedes dieser Monster kann gegen deinen Gegner kämpfen und ihn angreifen. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die grün gefärbten Zauberkarten. Das ist eine Zauberkarte, Gehirnkontrolle. Bei einer Zauberkarte steht der Effekt hier meistens dran. Hier ist es in dem Fall so, dass man bei dieser Karte 800 Punkte Lebenspunkte zahlen muss und man ein offenes Monster kontrollieren kann vom Gegner. Allerdings gehört es uns nur bis zur Endphase. Was die Endphase ist, werden wir auch noch herausfinden. Das ist alles noch ziemlich komplex am Anfang, gebe ich zu. Aber das sind erst einmal die Grundlagen. Wichtig ist jetzt, dass ihr wisst, dass das hier eine Zauberkarte ist und dass die letzte Karte eine Monsterkarte war. Alles andere kommt erst in anderen Tutorials hinzu. So, bei Zauberkarten ist es so, da steht immer hier, bei jeder Zauberkarte ist hier dieses Symbol dran, ne? Das ist das japanische Symbol für Zauber. Und Zauberkarten werden auch noch in verschiedene Unterkategorien unterteilt, das allerdings wird erst später erläutert. Zauberkarten können dir mit verschiedenen Effekten helfen. Da diese
Effekte von den jeweiligen Karten abhängen, liest den Text jeder neue erhaltenen Zauberkarte gut durch. Genau, hier ist der Effekt. Kann man hier unten lesen, in der Praxis, sag ich mal, wenn man das Spiel jetzt nicht hat. Und dann gibt es noch sogenannte Fallenkarten. Fallenkarten sind rosarot, ne? Also wenn ihr eine rosarote Karte seht, dann sind das Fallenkarten. Fallenkarten haben den Effekt, dass man die, ja, so ähnlich wie Zauberkarten, ist auf der Ausnahme, dass man die nicht sofort aktivieren kann, sondern man muss die erst setzen. Und man kann die in dem Zug des Gegners aktivieren. Das ist der Effekt von Fallenkarten. Fallenkarten werden auch wieder in verschiedene Unterkategorien unterteilt, ähnlich wie bei Zauberkarten. Aber das kommt alles erst später. Hier, Zwangsverkühlungsgerät. Gib ein Monster auf dem Spielfeld auf die Hand seines Besitzers zurück. Genau, also damit kann man ein Monster vom Feld quasi zurück auf die Hand des Gegners geben. Das bewirkt diese Fallenkarte. Und das ist eine typische Fallenkarte, eine normale Fallenkarte in dem Fall. Ja, und die Fallenkarten sind rosarot. Fallenkarten haben die Eigenschaft, den Gegner zu überraschen, indem seine Angriffe und Strategien gestört werden. Die meisten Fallenkarten werden als Antwort auf eine Aktion des Gegners aktiviert. Ja, die kann man, wie gesagt, in der Runde des Gegners aktivieren und man kann ihn dadurch Fallen stellen. Deswegen heißen die Fallenkarten, logischerweise. In diesem Kapitel hast du den Unterschied zwischen Monsterkarten, Zauberkarten und Fallenkarten gelernt. Für jeden Kartentyp und jede Situation gibt es unterschiedliche Orte auf dem Spielfeld. Okay, lass uns rekapitulieren. Okay, wie viele Karten hat ein Deck? Kann ein Deck enthalten? Sind es 20 bis 40 Karten? Sind es 40 bis 60 Karten? Oder sind es 60 oder weniger Karten? Ja, was meint ihr? Ihr könnt es meinetwegen auch in die Comments schreiben, um euch selber zu testen, wenn ihr Lust habt. Die Antwort ist 40 bis 60 Karten. Gut, der Friedhof ist ein Duellstapel, der für das Duell benutzt wird. Den Ort, an dem du Zauberkarten benutzt. Oder der Ort, an dem Karten abgelegt werden, nachdem sie benutzt worden sind. Okay, die Lösung ist der Ort, an dem Karten abgelegt werden, nachdem sie benutzt worden sind. In wie viele Typen kann man die Monsterkarten unterteilen? Also in verschiedenen Farben. Also es gibt ja Fusionsmonster, es gibt Synchromonster, es gibt XYZ-Monster, die gibt es ja allerdings in dem Spiel nicht. Deswegen könnt ihr diesen Typ eigentlich abziehen, denn der zählt eigentlich dazu. Also ist es ein Typ, zwei Typen oder sind es fünf Typen? Gut, die Lösung ist fünf Typen. Einmal Ritualmonster, einmal Effektmonster, einmal Normalmonster, einmal Synchromonster und einmal Fusionsmonster. Das sind die fünf Typen. In wie viele Farben sind die Karten unterteilt? Sind es sechs, sind es sieben oder sind es acht Farben? Boah, das wüsste ich jetzt selber auch nicht. Was damit gemeint ist eigentlich, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Da kann ich eigentlich nur raten. Das muss ich zugeben, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist auch eher eine uninteressante Frage. Okay, es waren 7. Gut, das war's für dieses Tutorial. Im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie man Monster beschwört.